Ein herzliches Hallo, hier ist die Svenja. Ich möchte euch heute die Frage beantworten, die ich bekommen habe. Ich habe die Frage bekommen, ist es normal, dass wenn ich mit meinem Welpen, der ungefähr 9 Wochen alt ist, draußen war zum Pipi machen und wenn ich dann wieder reinkomme, dass er dann nochmal 2 bis 3 Mal Pipi macht? Und ja, das ist normal. Da gibt es verschiedene Gründe, die möchte ich euch im ganz kurzen Ja, ganz kurzer Zeit erzählen. Das erste ist, dass es den Welpen anatomisch noch nicht möglich ist, dass sie ihren Urin halten können. Das ist so ähnlich wie bei Babys. Die haben ja einen Sphinkter, also das heißt ein Muskel, ein Schließmuskel, der dazu dient, wenn er denn dann ausgebildet ist, dass der Urin gehalten werden kann. Und das geht schlichtweg nicht bis ungefähr zum 4. Monat eines Welpens. Und deswegen mit 9 Monaten können sie das überhaupt noch nicht halten. Und dann ist es halt auch so, wenn du mit deinem Hund draußen bist, also wenn der 9 Wochen alt ist, dann ist es häufig so, dass alles andere interessanter ist, als das Pipi oder ein großes Geschäft zu machen. Wenn dein Hund Pipi draußen macht mit 9 Wochen, ist das schon mal richtig cool. Und dann ist es aber häufig so, der macht dann einmal Pipi, dann wird er häufig abgelenkt von Gerüchen, von irgendwelchen Geräuschen und dann ist er häufig in diesem Schnüffelmodus oder vielleicht Spielmodus und dann ist er ja einfach, dann vergisst er quasi, sich komplett zu entleeren und wenn du dann wieder reinkommst, dann ja, ist es halt so, dass er dann einfach tatsächlich häufig noch ein paar Pfützen hinterlässt. Aber es ist ganz normal. Und das eine, was ich jetzt zum Schluss noch erzähle, das greift in das andere über, ist halt, dass auch wenn ihr erwachsene Hunde anschaut, wenn ihr mit denen Gassi geht, die machen halt nicht einmal Pipi und dann total viel und dann war es das, sondern die machen öfters Pipi. Und ein Tipp von mir ist, dass ihr einfach etwas länger draußen seid. Also, dass ihr eurem Welpen etwas länger die Möglichkeit gibt, sich zu entleeren. Es gibt ja verschiedene Abstufungen, dass ihr jetzt natürlich nicht eine Stunde lang mit dem Welpen draußen seid, spazieren geht und sagt, so, du musst jetzt Pipi machen, sondern dass ihr einfach ein paar Minuten. Es geht da auch nichts um Spazierengehen, sondern dass ihr ein paar Minuten länger mit eurem Welpen draußen seid, dass er einfach mehr Zeit bekommt, in die Entspannung zu kommen und sich zu lösen. Und ja, und das Wichtigste ist, dass ihr entspannt seid und dass ihr ja, einfach wisst, okay, bis zum 4. Monat kann er das schlichtweg noch nicht. Das wird natürlich von Woche zu Woche immer besser. Ja, so. Und das die Shortcut-Antwort, ob es normal ist, dass ein Welpe, wenn er draußen Pipi gemacht hat, auch drinnen noch ein paar Pfützen lässt. Das ist normal. Und es geht aber, ja, dann Woche für Woche wird es besser und dann geht es irgendwann ganz weg. Alles Liebe, eure Svenja. Bis dann. Ciao.